Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich wünsche dem besten, intelligentesten, klügsten Publikum der Welt einen grandiosen Wochenstart, auch wenn es kein Montag ist, aber laut Kalender geht jetzt wieder die Routinearbeit los. Und ich liebe Horoskope, die einfach sind. Vor uns liegt ein einfaches Horoskop. Das ist immer angenehm, weil dann kann ich entspannter schwurbeln. Wozu passt dieses Horoskop? Ich würde sagen, dieses Schild zeigt im Ganzen und Großen, worum es in diesem Horoskop geht. Achtung Staatsgrenze, Vorsicht Staatsgrenze, oder hat jemand die Staatsgrenze versteckt oder war da nicht irgendein, da war doch ein Wann, das ist alles nur Verschwörungstheorien, aber ich würde sagen, beginnen wir den Aspekt von Anfang an aufzurollen, weil wir kommen erst in den Grenzbereich, nachdem wir die Bedeutung von Mond-Jupiter-Opposition geklärt haben. Der Mond steht einerseits für unsere emotionalen Bedürfnisse, andererseits steht er aber auch für unseren Körper. Jupiter steht natürlich auch für das Beziehungsprinzip, steht aber auch für das Erweiterungsprinzip. Die Entfernungen. Jupiter steht auch für höheres Wissen, für das ferne Ausland und so weiter. Die beiden in Opposition zeigen an, dass es Spannungen gibt. Bei der Opposition sagt man, es käme zu einem Verlust. Interessanterweise haben wir bei Mond-Jupiter aber oft immer einen Gewinn. Wenn jemand zum Beispiel Mond-Jupiter-Opposition im Radix hat, dann kann es sich um einen Gewinn an Kilos handeln. Ja? Also das heißt, hier haben wir die übermäßige Jupiter, die Übertreibung, sozusagen die Vergrößerung, Mond, Nahrungsaufnahme. Also das heißt, der Verlust ist bestenfalls ein Verlust der Beweglichkeit, der Vitalität, aber ein Gewinn an Kilos. Bedeutet natürlich auch, dass das dann mit sich Trägheit und Bequemlichkeit bringen in der psychologischen Interpretation. Aber in der noch psychologischeren, richtig? In der stärker psychologisch betonten Interpretation, würde das bedeuten, dass Mond, die Mutter, Probleme hat, ihre Bedürfnisse als Frau zu artikulieren. Kommt ja immer wieder vor. Es gibt genug Frauen eben, die sehr jung Mutter geworden sind und eben große Probleme mit dieser Situation haben. Das heißt, es geht hier um die Schwierigkeit, die emotionale Befindlichkeit adäquat hinüberzubringen, zu respektieren und zu berücksichtigen. Hier bedeutet es dann eben, dass wir erst lernen müssen, unsere Gefühle Mond mitzuteilen. Das kann dann im späteren Leben bedeuten, dass man immer wieder in Spannungssituationen aufwacht. Warum? Weil man eben nicht gesagt hat, was man will. Das bedeutet, dass man eine Ehe mit jemandem eingeht, vielleicht sogar eine Familie gründet und sich dann irgendwann in einer sehr merkwürdigen Situation wiederfindet. Oder dass man beruflich sich für einen Beruf entscheidet. Ja, beruflich kann man sich schwer für was anderes entscheiden und merkt dann eigentlich, mag ich den Beruf überhaupt nicht, auch bei Freunden und so weiter. Also ein bisschen ein schräger Aspekt. Man wacht sozusagen mit Schwierigkeiten auf. So, wer ist der Mond? Mond ist die Herrscherin des vierten Hauses und auch des fünften Hauses. Jupiter ist der Herrscher des neunten Hauses. Das würde bedeuten, wenn wir das neunte Haus als höheres Wissen haben, interpretieren, das heißt, dass die Bevölkerung Schwierigkeiten hat, höheres Wissen, vielleicht die Wahrheit anzunehmen, und im Widder fühlt sich ja der Jupiter sehr, sehr wohl im ersten Haus. Buh, also da ist er ja ziemlich zu Hause, da ist er sehr stark vertreten. Allerdings ist er genauso wie der Mond auf Krebsgraden. Und weil das so viel Krebsenergie ist, wir können uns das gerne anschauen, der Mond hat 8 Grad 40, Jupiter 8 Grad 40, logisch, weil sonst wäre es kein Aspekt. Das heißt, von 7 Grad 30 bis 10 Grad haben wir
Krebsgrade. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mit Jupiter nicht das höhere Wissen, sondern eher Menschen gemeint sind, ist sehr, sehr groß. Nun nehmen wir mal das Thema Menschen. Das heißt, Jupiter würde bedeuten, dass da jemand aus dem Ausland kommt. Ja, falls Genossen, das Überschreiten der Staatsgrenze ist nicht sehr erwünscht. Ja, nur man muss dann eben auch Deutsch verstehen. Und ich weiß nicht, das, wenn man nicht Deutsch lesen kann, wenn man überhaupt nicht lesen kann, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber das macht ja nichts. Kein Problem. Und wir sehen jetzt hier aus dieser Spannung heraus das süß-saure Lächeln Mond der Bevölkerung in der Öffentlichkeit. Das heißt, hier geht es, ja, hier ist es ein bisschen schwieriger, hier ist es ein bisschen schwierig, seine Gefühle zu artikulieren. Die Menschen wollen ja ihre Freude zum Ausdruck bringen, über so viele sozusagen, hey, schaut mal her, wir sind so viele, wir sind so unglaublich viele, ja, wir sind so wahnsinnig viele und da muss man sich doch der Freude hingeben und die Leute haben aber leider gemischte Gefühle. Oder es kann auch sein, dass es einen eklatanten Mangel an Teddybären gibt. Oder, bitte nicht vergessen, aus dem 9. Haus, Lieferkette, Schwierigkeiten, Versorgungsengpässe. Die Anzahl der Teddybären ist deutlich zurückgegangen, was natürlich auf internationalen Teddybärenmarkt, auf der Teddybärenbörse, die Preise wiederum steigen lässt. Also das heißt, hier, das heißt dann Downsizing. Es gibt ja auch so Schlüsselanhängerbärchen, die sind natürlich wesentlich günstiger als die großen 30, 50 oder 1,80 Meter Exemplare. Auf jeden Fall haben wir hier auch noch, also ist ja ein Kombipack, ist ja ein Scherz dagegen, und zwar, wir haben hier den Mond auch noch als Herrscherin des 5. Hauses. Na, das ist ja noch besser. Also ein Scherz jagt denselben. Die Bevölkerung bangt ja nicht nur um ihr Territorium, sondern man bangt ja auch um den eigenen Wohlstand, wie unbegründet, ja, wie unbegründet. Ja, also das Boot ist noch lange nicht voll, sehe ich auch so. Es können nicht genug sein und es gibt ja auch Statistiker, die ausrechnen, dass die gesamte Menschheit auf einer Fläche so groß wie Australien bestens versorgt werden könnte, jeder hätte genug Platz, es ginge sich alles aus. Und wenn wir dann noch bedenken, dass die Zahlen ja gar nicht stimmen, die uns vorgerechnet wurden. Wir erinnern uns an Maos Ein-Kind-Politik über Jahrzehnte hin. Natürlich bedeutet die Ein-Kind-Politik eine regelrechte Bevölkerungsexplosion, ist ja logisch, oder? Und keine Überalterung der Bevölkerung. So kann es dann auch sein, dass China 1,4 Milliarden Menschen hat. Ja. Bitte nur immer klar. Glaube, der Glaube ist das Allerwichtigste. Und in dem Fall würde ich sagen, glauben die Menschen hier, dass sie glücklich sind. Sie sind glücklich, die Sonne ist, Mond ist in der Waage, im 7. Haus, doppelt waagehaft. Wir wissen ja, wie es aussieht bei den Waagegeborenen. Der Hals schwillt an, das Gesicht ist knallrot, die Fäuste vibrieren vor Wut. Und trotzdem kommen immer nur freundliche, liebevolle, konziliante Worte über die Lippen. Also großartige Besetzung. Die Waage hat halt das eine oder andere Problem, ihre Gefühle zu artikulieren. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen Platz. Ja. Also Platz ist noch genug. Und ich würde sagen, man kann hier den Niederlanden nur gratulieren. Ich muss nochmal hier schauen. Man kann den Niederlanden nur gratulieren. Also das heißt, sie haben hier den gesetzlichen Rahmen erweitert, ja, also das heißt, man ist nicht nur für die Aufnahme dann verpflichtet, sondern auch für deren Unterhalt, also das heißt, großartige Entwicklungen und ich würde sagen, das ist richtungsweisend. Wir hoffen, dass diese gesetzlichen Regelungen auch bald zu uns kommen, aber es bedarf noch einiger Stichproben und dann brauchen wir nicht mehr, weil sozusagen viele einfach nicht mehr da sein sollten, aber wir visualisieren. Wir haben jetzt die Heilmittel als Heilmittel entdeckt und machen ihnen einen großen, dicken, roten Strich durch die Rechnung. Nicht mit uns, Freunde. Wir sehen hier in diesem Horoskop, ja, also hier, wie gesagt, es ist auch noch Sonne im T
Trigon, ja, zu Jupiter, Sextil zum Mond. Was könnte das bedeuten? Sonnes Herrscher des sechsten Hauses. Nehmen wir mal vielleicht, naja, da kann man durchaus auch das Thema Arbeitsplätze nehmen, ja. Arbeitsplätze würde aber da eher eine gegenteilige Aussage sein, bei den Arbeitsplätzen würde es da gut gehen, aber wenn ich sage Krankheit, Engpass, Beschwerden wäre das die bessere Aussage, das würde nämlich bedeuten, dass es auf dem Gebiet Wohlstand nicht so gut läuft, ja, und das wäre dann eine Bestätigung, die wir ohnehin schon hatten, Mond eben auch als Herrscherin des fünften Hauses mit dem Wohlstand, da hat's was. Die Leute haben sozusagen eine Angst, sie fürchten sozusagen zu verlieren, wie wir hier eben sehr schön herauslesen können. Für den dritten Teil habe ich mir, würde ich sagen, ein bisschen zu viel aufgehoben, weil ich habe hier nur wenig besprochen. Wir schauen noch einmal Aszendent wieder, korrekter Aszendent, guter Aszendent, so soll es sein, allerdings nicht auf Krebsgraden, sondern 3 Grad 49, das sind Stiergrade, ja, Stiergrade von 2,5 bis 5 Grad. Und welch Zufall, der Aszendentenherrscher, der Aszendentenregent Mars steht doch tatsächlich an der Spitze des zweiten Hauses im Stier. Aber er steht mit Uranus in Konjunktion. Ui, 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 da ist jetzt große Hektik, da ist jetzt große Angst und Panik angesagt. Mit dem lieben Geld, da hat es was. Und was es damit hat, naja, das erraten wir dann im dritten Teil. Ende.